Bauwerk im Atrium. Nehmt gerne wieder Platz, gerne mit einem Kaltgetränk oder Heißgetränk in der Hand. Wir machen jetzt mit dem nächsten Programmpunkt weiter. Eine kleine Zwischenmeldung auch aus dem Digitalbereich. Unsere Sessions sind sehr, sehr gut nachgefragt. Wir hatten eben, also schon bei Thomas Herrmann über 100 und bei den beiden Kollegen eben auch 125, glaube ich, in der Spitze. Also das ist wirklich super, wenn man bedenkt, dass heute sehr, sehr viele Sessions parallel laufen. Und ich denke, ebenso hoch ist das Interesse beim nun folgenden Beitrag. Aber ich wollte erstmal eine kleine Überleitung zu Orca machen. Kennt Sie schon den OER-Tipp des Monats auf Orca NRW? Einmal im Monat präsentieren wir ein besonderes OER-Material auf Orca NRW. Und diesen Monat geht es um das Modul Fake News im Internet entlarven. Schaut euch das gerne mal auf der Webseite von Orca NRW an. Jetzt fragt ihr euch, warum erzählt ihr das? Was hat es jetzt hier mit dem Festival zu tun? Weil eben dieses Modul mit Hilfe von DigiLL konzipiert wurde. Und die Frau, die jetzt zu Gast ist bei uns, hat ihren Teil dazu beigetragen, Dr. Alexandria Habischer von der Universität zu Köln, gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen von DigiLL, ist ihr Anspruch aus Open Educational Resources, bestenfalls Open Educational Practices werden zu lassen. Was genau sie damit meint und wie das ihrer Meinung nach gelingen kann und wie man dieses Projekt richtig ausspricht, das wird Alexandra Habischer uns nun erzählen. Herzlich willkommen auf der Bühne. Ja, hallo auch von mir und herzlich vielen, vielen Dank für die Einladung, für die Vorstellung. Und ich fange an mit dem Teil, wie man unser Projekt, wie unseren Verbund ausspricht. Das ist tatsächlich DigiLL. Das werden nämlich ganz häufig hören wir DigiLL und wir denken immer, woher kommt das? Nein, es ist DigiLL. Sollen wir es zusammen einmal alle üben? DigiLL. Danke. Ich komme vom Kölner Zentrum für LehrerInnenbildung und spreche aber heute hier als Teil, ich würde ja fast schon sagen, unseres Kollektivs, unseres Verbunds. DigiLL, wir haben es gerade geübt, aber was ist DigiLL eigentlich? DigiLL steht als natürlich von der Universität kommend Akronym für den Universitätsverbund für digitales Lehren und Lernen in der LehrerInnenbildung. Das ist ein Verbund aus mittlerweile 11 Universitäten aus 3 Bundesländern. Aus der Lehrerinnenbildung, Zentren für Lehrerinnenbildung, Schools of Education, das hatte ich gerade unterschlagen. Und mit diesem Umfeld der Lehrerinnenbildung würde ich tatsächlich auch gerne einsteigen. Warum ist das Umfeld relevant, fragt man sich jetzt vielleicht. Was ist so besonders an der Lehrerinnenbildung? Tatsächlich hat sie ein paar Besonderheiten, die auch gerade im Zusammenhang mit Open Education besonders sind und vieles möglich machen. Und damit wir uns das besser vorstellen können, greife ich sehr, sehr gerne zurück auf ein Bild, das unser Geschäftsführer Daniel Kramp neulich in einem Talk verwendet hat, als er die Lehrerinnenbildung mit dem Okavango-Delta verglichen hat. Als Biologin muss ich geradezu auf diese schöne Metapher zurückgreifen und lade Sie und euch ein, mit mir jetzt gedanklich ein bisschen in die Kalahari abzudriften. Wir erinnern uns, jedes Jahr verwandelt der Okavango die trockene Kalahari in das größte Binnendelta der Welt. Und mit dem Wasser wachsen viele tausend verschiedene Pflanzenarten, blühen da und nach den Pflanzen kommen dann auch ganz, ganz viele verschiedene Tierarten. Das kann man sich in etwa so vorstellen. Und tatsächlich finden wir eine ganz ähnliche Situation in der Lehrerinnenbildung, denn auch in diesem speziellen Ökosystem der Lehrerinnenbildung versammeln sich ganz viele Menschen aus den unterschiedlichsten Fächern und von den unterschiedlichsten Institutionen, die sonst vielleicht gar nicht unbedingt zusammenkommen würden. Wer das sein kann, erläutere ich gerne mal am Beispiel der Lehrerinnenbildung an der Uni Köln, beziehungsweise der Ausbildungsregion Köln, und sehen Sie es mir nach. Ich muss es tatsächlich immer ablesen, wer das so ist, institutionalisiert mit der Lehrerinnenbildung zu tun hat. Knapp 30% der Studierenden an der Universität zu Köln sind Lehramtsstudierende, das sind so gut 13.000. Die Dozentinnen, die Lehrenden kommen von fast 40 Fächern und 2 kooperierenden Hochschulen. In der Ausbildungsregion Köln sind außerdem beteiligt 5 Zentren für ZFSLs, ist die Abkürzung für schulpraktische Lehrerausbildung. Das ist das, was man früher auch Studienseminare nannte,
zuständig für die Referendarsausbildung, und 800 Schulen. Außerdem natürlich die Bezirksregierung, das Schulamt, zwei Landesministerien, das Landesprüfungsamt und die Qualis, um nur die zu nennen, die wirklich institutionalisiert an der LehrerInnen beteiligt sind. Welche Personengruppen, welche Akteure Sie jetzt welchen Tieren zuordnen, gedanklich, überlasse ich dabei Ihnen. Das sind also schon sehr, sehr viele verschiedene Akteure, über die wir hier sprechen, die in der LehrerInnenbildung zusammenkommen. Heute spreche ich ja jetzt aber gar nicht für die Uni Köln, sondern als Mitglied von DIGL. Und DIGL in der LehrerInnenbildung, in der offenen LehrerInnenbildung, bedeutet LehrerInnenbildung an 11 Universitäten und in 11 Ausbildungsregionen. Wie wir sehen, gibt es da also von allen Akteursgruppen noch einige mehr, die sich dann in diesem schönen Ökosystem versammeln. Und hier stellt sich jetzt die für mich total wesentliche Frage: Wie können wir eigentlich Verbindungen schaffen zwischen diesen Akteurgruppen, zwischen den Bedürfnissen, zwischen den Expertisen? Wie bringen wir die Menschen zusammen? Und hier schafft Open Education insgesamt, aber auch vor allen Dingen Open Educational Resources, tatsächlich macht das neue Nischen aus. Wenn wir jetzt hier in der Kalahari gedanklich unterwegs sind, dann sind das vielleicht tatsächlich neue Schattenplätze oder neue Badestellen, wo eben die verschiedenen Akteure zusammenkommen, was sie vorher nicht getan hätten, und sich mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen versammeln. Weil OER, davon sind wir überzeugt, können Expertisen zusammenbringen, können Lernorte verbinden und dort auch dafür sorgen, dass sie an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden. Wir können also zusammenfassen: OER schaffen Verbindungen. Das war für uns bei DIGL eigentlich 2016 so der Ausgangspunkt. Als wir uns überlegt haben, wir waren damals 5 nordrhein-westfälische Zentren für LehrerInnenbildung bzw. Schools of Education, wie wir mit OER das Lehramt, das digitale Lehramt sichtbarer machen können und unterstützen können. Und wir haben uns entschieden, eine gemeinsame Plattform aufzubauen, die die Lernmaterialien der beteiligten Standorte rund um das digitale Lehramt bündelt und so gemeinsam sichtbarer macht. Soweit so gut. Und jetzt hätten wir eigentlich auch einfach so weitermachen können. Das hätte auch gut funktioniert. Sichtbarkeit hatten wir relativ schnell erreicht. Wir haben aber sehr, sehr schnell das Potenzial der gemeinsamen Arbeit erkannt und haben uns entschieden, unsere gemeinsame Entwicklung weiter gemeinsam voranzubringen. Also statt die Materialien, die an einzelnen Standorten erstellt werden, einfach nur auf einer gemeinsamen Plattform hochzuladen und sie so sichtbarer zu machen, haben wir sehr schnell angefangen, den gesamten Prozess der Erstellung gemeinsam zu bearbeiten, zu denken, neue Ideen zu entwickeln. Und hier war OER wirklich das, was bei uns die entscheidende Wende gebracht hat. Die Kultur des Teilens hat sich bei uns so ausgewirkt, dass wir sehr schnell über Standortgrenzen hinweg gedacht und gearbeitet haben. Wir haben im Laufe der Jahre die Verantwortlichkeiten und die Arbeitspakete bei DIGL immer wieder neu verteilt, und mittlerweile ist es eben eher so, dass sie kompetenzorientiert verteilt sind und nicht nach Standorten und auch bedarfsorientiert bearbeitet werden. Und so sind wir zu einer vitalen Community geworden, Community of Practice, die tatsächlich unabhängig von begrenzten Projektlaufzeiten funktioniert und arbeitet. Wie kann man sich das vorstellen bei DIGL? Was bedeutet es eigentlich, wenn wir sagen, wir machen Lernmodule, wir haben eine Plattform, wie funktioniert das? Ich sollte vielleicht erst mal erwähnen, dass wir die Themenexpertinnen unserer Universitäten in der Regel als InputgeberInnen sehen. Das heißt, wir sprechen aktiv an Projekte, Themenexperten, FachexpertInnen, die wir interessant finden, bauen den Kontakt auf und sagen: Mensch, habt ihr Lust, vielleicht offene Lernmaterialien zu produzieren? In der Regel erfolgt dann die Umsetzung der Materialien eben auch durch die Digitalspezialisten an den Zentren. Und die Fachexperten sind wirklich eher die Inputgeber, sodass sie den Vorteil davon auch haben, dass wir ihnen einfach ein bisschen Arbeit abnehmen und gleichzeitig ihre Projekte sichtbarer machen. Wir haben natürlich auch Projekte und einzelne Fälle, wo die Autoren, also wo sie selber als Autoren tätig geworden sind, aber das ist bisher eher weniger der Fall gewesen. Was jetzt in der Arbeit der Spezialisten von den Zentren standortunabhängig eben spannend ist, ist, dass wir echte Kollaborationen leben und in flexiblen Konstellationen arbeiten. Also wir planen und handeln gemeinsam. Es wird aber auch gemeinsam überlegt
und vor allen Dingen resümiert. Das heißt, unsere Ergebnisse sind eigentlich immer im Fluss, im Prozess und wir überdenken alles, was wir tun. Und je nach Arbeitspaket und Thema sind die Konstellationen verschieden. Wir haben jetzt beispielsweise einen bestimmten Bereich von Kolleginnen, die überarbeiten die Verquizzung unserer Lernmodule komplett neu. Und aus diesem Kreis arbeiten dann sie wieder zusammen mit anderen an der strategischen Entwicklung des Projekts, sodass es sich bedarfsorientiert permanent ändert. Unsere Arbeitsprozesse sind über verschiedene Systeme hinweg orts- und systemunabhängig. Genau, wir wollen Agilität bei uns im Projekt, bei uns im Verbund, das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir brauchen aber tatsächlich auch klare Strukturen und klare Organisationen. Die schaffen es nämlich, uns gemeinsam so einen Backbone zu bilden und den Überblick zu behalten. Und dabei hat sich tatsächlich herausgestellt, dass die Qualitätssicherungsverfahren, hier steht jetzt die Kompetenzen schaffen, vielleicht sollte ich sagen, die es ermöglichen, Kompetenzen zu erwerben, damit Matthias mir nicht widerspricht. Genau, die haben sich als zentraler Erfolgsfaktor herausgestellt. Und das ist vielleicht so das, was man jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Qualitätssicherungsprozesse, Qualitätsstandards, meistens nicht das Thema, was man mit vitaler Community als allererstes verbindet. Tatsächlich für uns aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Bevor ich die gleich noch ein bisschen näher vorstelle, ein bisschen mehr darauf eingehe, würde ich aber kurz was dazu sagen, warum wir Diggle eigentlich als Erfolg werten. Kann man sich ja auch fragen. Als erstes ist es eben so, dass unser Verbund seit Ende 2016 fast 7 Jahre schon existiert und das, obwohl wir noch nie eine Förderung, die sich wirklich nur mit dem Projekt selbst beschäftigt hat, bekommen haben. Trotzdem ist uns das so wichtig und unser Verbund wächst und gedeiht. Also allein die Anzahl der Jahre und die vitale Community selbst, die werten wir schon als Erfolg. Wir konnten die Anzahl der Standorte von anfänglich 5 auf mittlerweile 11 erhöhen. Und auch das wird nicht das Ende sein, weil wir hoffentlich bald auch schon neue Standorte begrüßen dürfen bei uns im Verbund. Wenn man so ein bisschen auf die Zahlen guckt, dann haben wir durchschnittlich zwischen 15.000 und 20.000 Zugriffe monatlich. Und wir finden, da unsere Lernmodule in der Regel wirklich nicht in grundständiger Lehre eingebunden sind, dass es für uns relativ erfolgreiche Zahlen sind. Das werten wir durchaus als sehr schön. Wir werten es als Erfolg. Ich habe es gerade schon gesagt, Qualitätssicherungsverfahren ist für uns das, was wir als zentralen Erfolgsfaktor des Verbunds verbuchen, auch wenn das vielleicht nicht das Erste ist, was man erwarten würde. Gucken wir uns die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung vielleicht noch mal ein bisschen genauer an. Im Kern besteht die aus mehreren Komponenten, Style Guides, Qualitätsstandards und es gibt einen 3-stufigen Qualitätsentwicklungsprozess. Zu den Qualitätsstandards, das war eigentlich so der Anfang und auch mit der erste. Wir haben heute schon viel über Qualitätsstandards gehört, fand ich ganz interessant, dass wir das jetzt vielleicht auch aus der Praxis so bestätigen können. Das war für uns eines der ersten Dinge. Ich hatte es vorher gesagt, wir haben uns direkt angefangen, gemeinsam zu überlegen, wie gestalten wir diesen Prozess, was sind gute Lernmaterialien, woran machen wir gute Lernmaterialien fest. Und deswegen haben wir diese Standards verschriftlicht, gemeinsam festgehalten. Man kann sich vorstellen, das sind natürlich Dinge, wo es um Zugänglichkeit geht, um Grundsätze von Barrierefreiheit, natürlich um Didaktik und auch um Anwenderfreundlichkeit und solche Dinge mehr. Dazu gibt es viel Materialien, wo das sehr detailliert festgehalten ist. Unsere Lernmodule haben ein Rahmendesign und Style Guide, der eben die Optik und den Aufbau der Lernmodule regelt. Das ist deswegen wichtig, weil wir an den verschiedenen Lernorten mit verschiedenen LMS arbeiten und auch mit verschiedenen Autorentools. Und damit die Marke Diggle als solche auch erkennbar ist, haben wir uns eben auf diesen Rahmendesign und die Style Guides geeinigt. Der 3-stufige Qualitätsentwicklungsprozess, wie der Name es sagt, besteht aus 3 Teilen, vor und während der Produktion, nach der Produktion und nach der Veröffentlichung. Vor und während der Produktion ist das, was ich gerade geschildert habe, die Qualitätsstandards, ganz, ganz wichtig, weil die Autoren natürlich mit diesen Standards auch schon bei der Erstellung der Module arbeiten. Nach der Produktion, ich will jetzt nicht sagen, erfolgt eine Kontrolle, sondern erfolgt eine weitere Zusammenarbeit nach dem Vier-Augen-Prinzip, weil dann eben ein weiterer Standort diese Materialien mit den gleichen gemeinsamen Standards nochmal durchschaut und man guckt, ob man sich einigen kann, ob unsere gemeinsamen Standards erfüllt werden
ob es noch Bedarfe gibt, die überarbeitet werden müssen. Und dafür haben wir sehr detaillierte Checklisten verfasst. Das sind über 20 Seiten insgesamt. Das ist jetzt hier nur so ein ganz kleiner Ausblick, damit Sie sich mal vorstellen können, wie sowas aussieht. Hier sehen wir jetzt beschrieben zu Aspekten der Lizenzierung und der Barrierefreiheit. Es geht also wirklich ins Detail, worüber wir sprechen, wenn wir Qualitätsstandards sagen. Und nach diesen Kriterien werden die Lernmodule dann durchgearbeitet. Und das haben wir getan, weil uns Qualität wichtig ist und war, immer schon von vornherein. Natürlich wollten wir von vornherein ein bisschen mehr Content erstellen, viel Content erstellen. Es war aber immer übergeordnet, dass eben Qualität wirklich an erster Stelle steht. Und diese Checklisten für die Qualitätssicherung haben sich dann aber tatsächlich als zentraler Faktor herausgestellt, als es darum ging, neue Mitglieder in den Verbund reinholen zu können. Nach der Veröffentlichung gibt es dann noch eine Zielgruppenanalyse durch Fokusgruppen. Häufig sind das studentische Fokusgruppen. Und selbstverständlich fließt das, was in den Fokusgruppen über die Materialien gesagt wird, dann auch wieder ins Material zurück. Also wenn wir unsere Zielgruppe nicht gut erreichen, trotz allen Qualitätssicherungsprozessen, wird das Material nochmal überarbeitet. Das kann man so ein bisschen zusammenfassen als ein Baukastensystem. Ich habe es auch aufgeschrieben. Aus Plattformen, die viel bietet, aus didaktischen Vorlagen, die wir erstellt haben, aus Schulungs- und Hilfsmaterialien, die wir allen zur Verfügung stellen. Und selbstverständlich eben auch den neuen Standorten mit neuen Autorinnen, neuen Kolleginnen, die wir mit diesen ganzen Materialien und diesem Baukastensystem aber sehr, sehr gut und sehr schnell an Bord holen können und die sich damit auch sehr schnell in dieses Qualitätsverständnis einfinden können. Deswegen war das für uns so zentral. Kommen wir nochmal zurück auf die Kalahari. Ich hatte es gesagt, OER. Das sind die neuen Nischen, in denen wir uns zusammengefunden haben. Und das, was ich gerade geschildert habe, unsere gemeinsamen Prozesse für uns, die zentralen Erfolgsfaktoren, war das, wodurch wir im Projekt gemeinsame Grundlagen geschaffen haben, wo wir uns in der Nische gemeinsam eingefunden haben. Das war der Startpunkt in der Nische. Und von da aus haben wir aber jetzt angefangen, diese Nische zu kultivieren, also neue gemeinsame Plätze noch besser an unsere Bedürfnisse anzupassen. Statt sich nur im Schattenplatz einzufinden, haben wir angefangen, den Schattenplatz umzubauen, auszubauen. Und das war natürlich nur auch möglich durch die Unterstützung der neuen Mitglieder, die seit 2019 dem Verbund beigetreten sind. Wenn es Ihnen bisher noch nicht aufgefallen sein sollte, ich habe auf allen Folien bisher KI-generierte Bilder, die in irgendeiner Weise irgendwas mit der Kalahari-Okavango-Nische zu tun haben, eingebaut. Und hier hatte ich jetzt Midjourney darstellen lassen, wie man sich das denn vorstellen könnte, wenn die Akteure unseres Kalahari-Ökosystems gemeinsam eine Brücke bauen, gemeinsam die Nische kultivieren. Der konkrete Prompt war eine Giraffe, ein Elefant, glaube ich. Und Zebras bauen gemeinsam eine Brücke. Wenn wir jetzt mal wild die Zebras in diesem schönen Midjourney-Bild als die neuen Mitglieder labeln, uns vorstellen, die Zebras im unteren Bildbereich wären die neuen Mitglieder, die wir jetzt reinholen wollen, um unsere Nische zu kultivieren, dann kann man sich die Einarbeitung eben so vorstellen. Wir haben festgestellt, dass es besser ist, dass es besser funktioniert, wenn wir den neuen Mitgliedern nicht einfach eine Bauanleitung für eine Brücke für Lernmaterialien mitgeben, sondern die neuen Mitglieder haben die Aufgabe bekommen, bestehende Brücken, bestehende Lernmaterialien zu untersuchen, um so zu verstehen, was gute Materialien ausmacht. Und so konnten wir aus dem passiven Zusammenfinden in der Nische OER in die aktive Kultivierung übergehen unseres Verbunds. Für die nächsten Bauabschnitte, für die weitere Entwicklung unseres Verbunds haben wir auch weitere konkrete Ideen. Da würde ich gerne zwei vorstellen. Ich habe jetzt relativ viel darüber gesprochen, wie wir im Verbund zusammenarbeiten als die Produzenten der Lernmodule, als die Kolleginnen von Zentren von Schools of Education. Neben diesem konkreten Personenkreis haben wir eben zwei weitere Personenkreise ins Auge gefasst, die für die weitere Entwicklung von Diggle aus unserer Perspektive absolut zentral sind. Das sind die Dozentinnen, die Fachexpertinnen als Netzwerk und das sind natürlich auch die Lehramtsstudierenden.
Die Themenexpertinnen, die Fachexpertinnen sind in der Regel bisher an den einzelnen Standorten mit den Mitarbeitern der Zentren in Kontakt. Genau, und wir sehen aber sehr, sehr viel Potenzial darin, die Expertinnen innerhalb der Fächer und natürlich auch über die Fächer hinweg und vor allen Dingen aber auch über die Lernorte hinweg, also über Hochschule, ZFSLs und auch Schulen hinweg miteinander zu vernetzen. Weil so können Best Practices, neue Ideen, Innovationen viel direkter ausgetauscht und gemeinsam weiterentwickelt werden. Lehramtsstudierende sind aus unserer Perspektive sehr, sehr zentral. Wir haben in mehreren Projekten schon erfolgreich Lehramtsstudierende als Autorinnen einsetzen können, zum Beispiel im Setting einer Lehrveranstaltung, wo das Erstellen von Lernmaterialien eine Gruppenarbeit war. Wir haben sie aber auch schon beispielsweise im Rahmen von Masterarbeiten Lernmaterialien erstellen lassen. Wir finden das ganz wichtig, um von einer konsumierenden Haltung von digitalen Materialien in eine produzierende zu kommen, um Digitalität und nicht Digitalisierung in Hörsäle und Klassenzimmer zu bringen. Und dafür, dass diese Idee mit den Lehramtsstudierenden auch bei den Studierenden selbst sehr, sehr gut ankommt, haben wir letzte Woche ganz aktuell eine wunderschöne Bestätigung bekommen in Form einer Dankeskarte, hat mich sehr gefreut, und Schokolade, fand ich auch sehr gut. Und ich würde wörtlich gerne zitieren, was uns gesagt wurde, nämlich: Ohne die Möglichkeit, über Diggle-Lernmodule quasi vom Baukastenprinzip zu erstellen und ohne ihre begleitende Unterstützung dabei, hätte ich ein so leicht verbreitbares, praxistaugliches Tool nicht in meiner Masterarbeit erstellen können. Das freut uns sehr. Wir haben viele weitere Ideen für die Entwicklung des Verbunds, aber jetzt stehe ich ja hier vor einem großen Plakat auf dem Track Openness und Vision, da steht's. Und wollte eigentlich ganz gerne noch kurz darauf eingehen, was man aus den Erfahrungen unseres erfolgreichen Verbunds vielleicht auch ableiten kann für ähnliche Projekte oder sogar für Open Educational Practices insgesamt. Und genau, wir haben in den letzten Jahren einiges gelernt, was zur Förderung von vitalen Communities beiträgt. Ich habe da jetzt nochmal 3 Punkte rausgegriffen. Wir sind ein Verbund aus der Lehrerinnenbildung. Das heißt, wir denken Bildung eigentlich immer, wir denken Materialien immer bereichsübergreifend, bildungsbereichsübergreifend. Kein schönes Wort, aber es beschreibt es sehr gut. Unsere Lernmaterialien eignen sich für den Einsatz an verschiedenen Lernorten, Schule, Hochschule. Wir wollen das gerne, wir wollen am liebsten auch, dass sie übergreifend sogar benutzt werden. Und wir würden aber auch unheimlich gerne tatsächlich mit anderen Akteuren zusammenarbeiten. Und hier gibt es jetzt ganz, ganz wenig Fördermöglichkeiten, um das zu tun. Also das ist ein ganz klares Desiderat aus unserer Perspektive, weil es so viele spannende und wichtige Akteure gibt für die Lehrerinnenbildung, die nicht unbedingt institutionell damit verbunden sind. Nonformelle Bildung, außerschulische Bildung und viele mehr. Die würden wir gerne reinholen können über gezielte und strukturierte Förderprogramme und Elemente. Wir begreifen uns eigentlich, wir wirken im Verbund aktiv als Open Community Manager. Wir haben eine Community gegründet, wir bauen sie aus, wir verstetigen sie. Und unsere Nische, die digitale Lehrerinnenbildung, um darauf nochmal zurückzukommen, hat viele gemeinsame Themen, Interessen und aber vor allen Dingen auch gesetzliche Grundlagen, was es für uns in der Lehrerinnenbildung daher relativ einfach macht, gemeinsam dauerhaft zusammenzuarbeiten. Wir sind aber auch davon überzeugt, dass dauerhafte Interessenverbände wirklich ganz, ganz wichtig für vitale Communities of Practices sind. Und wenn man Open Educational Practices fördern möchte, sollte man diesen Punkt aus unserer Perspektive gut bedenken. Der letzte Punkt, um dann noch einmal auf die biologische Metapher zum Schluss sie noch mal einzuführen, mehr Biodiversität und weniger Monokulturen hat mit den vitalen Communities zu tun. Weil wir glauben, dass nachhaltige Selbstbestimmung für diese Communities ganz, ganz wichtig ist und das mit bestehenden Förderstrukturen häufig schwierig ist. Das hat häufig damit zu tun, was gefördert werden kann, also welche Tätigkeiten gefördert werden können. Also Community Management, schwierig, das gefördert zu bekommen. Nachhaltiger Transfer und Kommunikation ist auch in vielen Förderlinien nicht unbedingt vorgesehen. Das sind Dinge, die sich in Förderstrukturen besser abbilden sollten. Es ist aber wirklich auch so, dass sich Communities häufig den Logiken von Förderprogrammen unterwerfen müssen und das wirkt sich zulasten, ich würde fast sagen, der Vitalität dieser Communities aus. Auch da könnte man vielleicht noch mal ein bisschen dran arbeiten.
Zum Schluss sage ich, wir freuen uns, wenn wir mit unseren Erfahrungen zur Förderung von Open Educational Practices beitragen können. Die wichtigste Erfahrung, die wir vielleicht gemacht haben, Open Education kann und ist vieles. Es ist vor allen Dingen aber auch ganz viel Spaß. Vielen Dank. Ganz vielen Dank, liebe Alexandra, für diesen sehr spannenden Vortrag. Ich sehe auch direkt, ich glaube, wir haben auch Zeit. Es gibt eine Frage aus dem Chat. Daniel, bitte. Ja, es gibt sogar zwei Fragen. Die erste, die erkennt wahrscheinlich sehr richtig, dass Digl ja auch viel Arbeit ist, dass da viel Arbeit hintersteckt. Und wie finanziert sich Digl eigentlich und wie sieht das mit einer Projektverstetigung aus? Wir haben zum Glück genügend Freiheitsgrade, um selber entscheiden zu dürfen, dass wir Digl verstetigen wollen, solange andere Menschen um uns herum das genauso wichtig finden wie wir. Es ist viel Arbeit. Wir können das verbinden, weil wir einfach so überzeugt sind von der Zusammenarbeit, dass wir viele gemeinsame Projekte von den verschiedenen Standorten mit Digl verbunden haben. Also man hat ein Drittmittelprojekt und nimmt sich einfach selber vor, daraus Digl-Materialien zu produzieren. Das funktioniert für uns ganz gut. Und wir haben einfach auch viele gemeinsame neue Projekte gestartet aus Digl heraus. Vielen Dank. Und eine zweite Frage war, ob man die Umsetzung anhand eines Beispiels illustrieren kann, vielleicht auch angesichts der Zeit darauf verweisen, wo man sich das vielleicht auch im Nachhinein anschauen kann. Genau. Wir haben eine wundervolle Webseite, die kann man besuchen, digl.de. Ich gucke gerade Matthias als Spezialisten an. Ja, wunderbar. Da ist ganz vieles dokumentiert, unter anderem das, worüber gerade gesprochen wurde, aber auch, wie man Digl in die eigene Lehre integrieren kann, wie man sich damit weiterbilden kann und viele andere spannende Dinge mehr. Ansonsten gibt es da natürlich auch Kontaktmöglichkeiten zu mir und zu allen Digl-Kollegen, die gerne jederzeit Fragen beantworten. Okay, super. Ich habe den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden mit der Zeit. Das heißt, wir können keine weitere Frage, oder doch? Wir haben noch drei, okay. Gibt es hier aus dem Publikum eine Frage? Ja, da sehe ich Carsten Bender sich melden. Dann bitte. Ja, ganz, ganz vielen Dank für den interessanten Vortrag. Carsten Bender, Kompetenzzentrum Digitale Barrierefreiheit. Ich fand es total interessant, dass Sie im Rahmen der Qualitätssicherung vorhin erwähnt haben, dass Sie da auch digitale Barrierefreiheit berücksichtigen und das eines der zentralen Themen ist. Und über solche Sachen denken wir auch in unserer Arbeit nach. Und da würde mich einfach nochmal so eine kleine Einschätzung, welche Erfahrungen Sie da machen, dieses Thema voranzubringen, sowohl das als Kriterium oder als ein Thema zu etablieren, eben guter Qualität von OER-Materialien und auch jetzt in der Umsetzung sozusagen, welche Kriterien fragen Sie ab und wie gelingt das oder wie führt das dazu, zu was führt das, sagen wir es mal so, wenn man sowas reinschreibt und bei der Erstellung der Materialien. Danke. Sehr gerne. Also das zentralste Feedback da ist, dass wir sehr gerne einfach mehr Ressourcen hätten, um die Materialien noch deutlich barrierefreier zu machen, als sie es sind. Also da kommen wir ganz klar an Limits, leider Gottes. Da haben wir viele Ideen, sind aber in relativ basalen Umsetzungen bisher, wie wirklich Untertitelung und dieser Dinge mehr. Es gibt aber auch eine schöne Kooperation, beispielsweise jetzt mit dem DHNRW-Projekt zur Barrierefreiheit, die sich auch bestimmte Sachen von uns angeguckt haben und wo wir sehr, sehr gespannt sind, was wir daraus auch lernen können, um Dinge nochmal besser zu machen. Also es ist so, dass es uns sehr, sehr interessiert, wir aber technisch durchaus in manchen Bereichen an Grenzen stößen. Okay, da hast du die perfekte Überleitung gegeben, weil Carsten Bender ist mit der Kollegin nachher auch noch dran. Deswegen wäre es vielleicht schon mal so ein kleiner Anreiz, da bei dem Vortrag auch noch dabei ganz, zu bleiben. Ganz wichtiger Vortrag. Genau, weil wir haben uns da auch mal mit beschäftigt. Ich kann das auch nur bestätigen, wie wichtig das ist. Und deswegen war auch schön, das hier nochmal zu sehen, wie da die Kräfte vielleicht gebündelt werden können. Damit nochmal ganz vielen Dank, Alexandra Habischer, oder dafür spreche ich jetzt den Namen richtig aus, Digl. Vielen Dank.